Heilbronn hält zusammen. Ich bin Jürgen Maurer von der Firma Messermaurer in der Fußgängerzone und hier ist mein Beitrag für euch. Wir haben ja die schärfsten Messer bekanntermaßen. Wer schon bei meinen Messerkursen war, hat das auch in Live und Natura erfahren dürfen. Die allermeisten Menschen haben leichte Schwierigkeiten, ihre Messer ordentlich scharf zu halten. Und heute zeige ich euch, wie man das mit einem Schleifstab ganz leicht und problemlos machen kann. Ein Messer, das jeden Tag benutzt wird, sollte 3 bis 4 Mal in der Woche scharf gehalten werden. Und mit einem Schleifstab, ganz egal aus welchem Material er besteht, geht das folgendermaßen. Wir legen das Messer flach auf den Schleifstab auf, nehmen den Rücken dann etwa 1,5 Finger breit nach oben und haben so diese ca. 15 Grad, die wir von jeder Seite schärfen wollen. Und jetzt tun wir so, als ob dieser Schleifstab ein Stück Käse wäre, von dem wir eine hauchdünne Scheibe, eine hauchfeine Scheibe abschneiden wollten. Wie machen wir das? Wir setzen das Messer an und ziehen das gegen die Klinge hier am Schleifstab entlang nach unten. Das machen wir mit der groben Seite so oft, bis das Messer scharf ist. Hat mein Schleifstab nur eine einheitliche Körnung, eine einheitliche Grobheit, dann nehme ich den eben so lange, bis er scharf ist. Ist das Messer scharf und ich habe noch eine feine Seite zusätzlich, wie in diesem Fall, dann kann ich noch 4 bis 5 Hübe über jede Seite ziehen und habe mein Messer noch schärfer gemacht. Denn eines ist ganz wichtig, je grober mein Werkzeug ist, umso schneller kann ich mein Messer schärfen und je feiner mein Werkzeug ist, umso schärfer wird mein Messer. Ich hoffe, ich habe euch etwas zeigen können. Gerne erkläre ich es euch auch persönlich, wenn das wieder möglich ist. Bis bald und bleibt gesund. Tschüss.